So, hallo und herzlich willkommen im Wald. Heute bei nicht ganz so guter Akustik mal wieder. Geht gerade nicht anders. Ich hätte aber trotzdem ein Thema, was ich gerne unbedingt mal bearbeiten möchte. Und zwar besitze ich das hier. Das ist ein BWE-Paargericht im Leichtbehälter, 300 Gramm. Bundeswehr-EPA, ein Mann-Paket, ein Mann-Packung. Weiß ich gerade nicht, was wieder korrekt gewesen ist. Ich konnte mir das nie merken, ob es jetzt Packung oder Paket heißt. Packung, glaube ich. Na, egal. Jedenfalls, das ist ja die Feldration der Bundeswehr, die einen gewissen legendären Status erreicht hat bei bestimmten Bevölkerungsgruppen. Da gehöre ich leider auch dazu. Ich finde das auch irgendwie faszinierend. Und darüber ranken sich diverse Legenden, wie viele Jahrhunderte das angeblich haltbar sei und ach wie toll und so weiter und so fort. Also es gibt beides. Es gibt die, oh Gott, das ist das Schlimmste, was ich je gegessen habe, Fraktion und eben die ist eigentlich richtig total toll und voll super, weil das so ultra lange haltbar ist und voll die gute Mahlzeit, total viele Kalorien, blablub, eine der besten Feldverpflegungen irgendeiner Armee weltweit, habe ich auch schon gehört. Es polarisiert. Ah, und ich dachte, ich widme dem Ganzen jetzt tatsächlich mal ein ganzes Video, das muss euch natürlich nicht interessieren, dann könnt ihr es auch einfach nicht gucken. Ich habe auch kein vollständiges EPA da. Bundeswehr Original EPA kostet derzeit 35 bis 40 Euro. Da sagt meine Frau, darf ich nicht, weil so ein durchschnittliches Video von mir so etwa 30 Euro einspielt, 30 bis 40 Euro, das heißt, das frisst sich wieder auf. Es wäre so ein Gratis-Video. Wäre jetzt auch nicht so schlimm, aber wir sehen einfach nicht ein, so viel Geld für, naja, ich sag jetzt mal mindestens nicht die premiumste Nahrung auszugeben, weil du fürs gleiche Geld auch ein hervorragendes Steak beim Restaurant unseres Vertrauens essen könntest und das dann kulinarisch wirklich eine sehr bereichernde Erfahrung ist, während ein EPA ja einen gewissen Unterhaltungswert natürlich noch mit sich bringt, aber längst nicht auf dem Leckerniveau ist, natürlich nicht. Wie soll das auch? Also das war jetzt kein Vorwurf. So, daher habe ich eben nur ein Hauptgericht aus dem EPA zum Verköstigen und dachte mir, den Rest machen wir mehr oder weniger theoretisch. Und zum Rest habe ich noch ein bisschen was zu sagen, auch ein bisschen zur Geschichte der Feldverpflegung, weil ich das einfach sehr, sehr interessant finde. Ganz kurz zum Anfang, meine persönliche Geschichte meiner Feldverpflegung war, dass ich nie EPA genossen habe während meiner Zeit bei der Bundeswehr, weil wir waren nie so weit weg oder hatten nie so wenig Logistik als Truppe dabei, dass EPA notwendig gewesen wäre. Die Idee ist nämlich, dass EPA dann ausgegeben wird, wenn eine andere Form der Verpflegung logistisch nicht möglich ist, eine bessere Form der Verpflegung logistisch nicht möglich ist. Das heißt, die Soldaten können nicht in die Truppenküche einrücken, zu mittags, um sich zu verpflegen oder abends, um sich zu verpflegen, je nachdem. Abends heißt um 16 Uhr, glaube ich, spätestens musst du zu Abend gegessen haben, weil danach das Personal der Truppenküche Pause, Feierabend macht. Und wer wirklich abends noch was essen will, der muss es dann selber zahlen und muss dann nochmal in die Mannschaftsbar zum Beispiel. Ja, in meinem Fall Mannschaftsbar, ich war ja kein Offizier. Ja, und egal, jedenfalls in meiner Zeit war die Truppenküche immer so nett, uns irgendwas Leckeres mitzugeben, sodass wir in der Mittagszeit immer eine Futterausgabe hatten, wo wir mit unserem blöden Bundeswehr-Fressnapf zur Futterausgabe latschen konnten und da dann bekommen haben Schnitzel mit Kartoffelsalat, Bratwurst mit Kartoffelsalat, Leberkäse mit Kartoffelbrei, Nudeln mit Hacksoße, Nudeln Bolognese, was gab's noch? Kassler Sauerkraut, Kartoffelbrei, Kartoffelbrei und Kartoffelsalat gab's jeweils relativ häufig. Aber beides sehr lecker. Ja? Also auf gut Deutsch, ich bin für die Bedürfnisse, die ich so habe, mit super tollen Ben-Gerichten versorgt worden während meiner Bundeswehrzeit. Das sind alles Sachen, die ich wirklich gerne esse. Auch privat zu Hause prinzipiell wirklich gerne esse. Dazu jeweils auch noch Soße. Das war top. Also ich bin wirklich gut verköstigt worden. Leider.
Und daher war EPA nie nötig, weil wir immer was Warmes vor Ort bekommen haben. Der einzige kulinarische Nachteil war, dass man das aus diesem blöden Fresspot fressen muss. Ja, fressen ist das richtige Wort in diesem Zusammenhang. Mampfen musste und ein anderes Essgeschirr halt eben nun mal dienstlich nicht vorgesehen ist. Iss mal ein Schnitzel aus diesem Ding. Egal. Geht schon, ist halt aber einfach nicht schön und wird dem ansonsten Genuss eines Schnitzels nicht gerecht. So. Und damit, weil ich nie EPA hatte, hat EPA bei mir auch so einen gewissen Legendenstatus erlangt. Und ich dachte mir jetzt eben wirklich, ich sollte mal eins probieren. Wie gesagt, sind aber saumäßig teuer und daher nur die Hauptgerichtsschale in Nachbau. Denn, und das ist jetzt der springende Punkt, scheinbar ist das Interesse an EPA so groß, dass inzwischen der... ich sag mal, militärische Fachhandel, militärisch für der taktikule Fachhandel. Ha, jetzt haben wir's. Also gebrauchten Militärkrempel plus andere Militärausrüstung, die du als Zivilist nicht brauchst, die sich trotzdem gut verkauft, weil es genügend Idioten gibt, die sowas haben wollen, inklusive mir, zum Teil. Und ja, der ist inzwischen so beliebt, dieser taktikule Fachhandel, dass die sich inzwischen sogar geleistet haben, ein nachgebautes EPA zu produzieren, was sie für 20 Euro verhökern. Heißt Original-EPA so etwa 40 Euro, nachgebautes EPA so etwa 20 Euro. Nachgebautes EPA soll fast genauso gut sein wie normales EPA und ins nachgebaute EPA gehört eben das da rein. So, und das hat mich jetzt stutzig gemacht, weil die Bundeswehr hat für ihr EPA ursprünglich billiges Zeug bezogen, das sollte ja bezahlbar sein. Die Bundeswehr hatte ja damals wie heute nicht unendlich Geld. Heute hat sie fast schon irgendwie gefühlt unendlich Geld. Ob das eine gute Idee war, weiß ich noch nicht. Werden mal sehen. Hoffentlich wird es sinnvoll genützt. Egal. Jedenfalls, das sind Bus-Fertiggerichte in der 300-Gramm-Schale. Die hast du zumindest vor ein paar Jahren spätestens noch ganz normal im Supermarkt bekommen für circa 1,50 €, 1,70 €, maximal 2 Euro. Irgendwas um den Dreh. Du kriegst sie heute noch auf Amazon als 12er-Paket für, ich habe nachgeguckt gestern, 17,88 Euro. 12 Stück. Gleicher Geschmacksrichtung, leider nicht durchmischt. Und das heißt 1,49 Euro pro Stück, pro Schale. Das heißt, die Dinger sind billig. So, und das, was die Bundeswehr damals hatte im EPA, ist im Prinzip wirklich aus der gleichen Firma, aus der gleichen Produktionsanlage, ein bisschen andere Geschmacksrichtung. Die Bundeswehr hatte mehr Geschmacksrichtungen, als auf dem zivilen Markt von diesen Fertiggerichten verfügbar sind. Das ist aber, soweit ich das beurteilen kann, der einzige Unterschied. Die Herstellungskosten werden ein bisschen, vielleicht bei der Bundeswehrversion ein bisschen teurer sein, weil es mehr Geschmacksrichtungen gibt. Aber allzu groß wird der Unterschied nicht sein, kann ich mir nicht vorstellen. Und daher gehe ich schwer davon aus, dass das plus minus dasselbe ist. So, und jetzt hier dieser Nachbau aus dem Nachbau-EPA, da steht unten drauf, Hersteller Busfertiggerichte GmbH. Das heißt, es ist wirklich 1:1 dasselbe wie der Jägertopf Busfreizeitmacher, kann man gerne selber googeln. Jägertopfnudeln, Fleischklößchen mit Champignons oder Unchampignons oder was auch immer. Und ich befürchte, dass das auch ähnlich schmeckt. Ich habe den früher sehr, sehr oft gegessen und darum werde ich jetzt das Ding gleich mal verköstigen, um mal zu testen, ob da gewisse Parallelen feststellbar sind, weil damit habe ich mich dann nämlich auch gefragt, ob diese Nachbau-EPAs mit 20 Euro nicht ein bisschen unverschämt teuer sind, in Anbetracht dessen, was da sonst noch so drin ist. So, und damit werden wir uns noch ein bisschen näher auseinandersetzen, ebenfalls mit der Geschichte des EPAs, weil es einfach so ein persönliches kleines Steckenpferd von mir ist. Das muss euch nicht interessieren, das hat auch nichts mit Wald zu tun, das ist mehr so Ausrüstungs- oder im entferntesten Sinne Trekking-Nahrung, Kunde, aber ja, machen wir jetzt trotzdem. So ein EPA heiß machen gibt es jetzt verschiedene Möglichkeiten. Möglichkeit 1, man hat einen Topf, hat da heißes Wasser drin, schmeißt das rein, lässt es im heißen Wasser heiß werden, fertig. Möglichkeit zivil daheim, Mikrowelle auf. Schale rein, Deckel vorher abmachen, wichtig, sonst macht's Peng. Und Schale wird heiß. Das geht eine Minute, zwei Minuten, was weiß ich, von mir ist auch drei Minuten, weil 600 Watt gut ist. Variante draußen
neben der Wasserbad-Version, die auch draußen die beste, weil gleichmäßigste Art der Zubereitung ist und nichts kann anbrennen, kann man aber, und das ist jetzt eben halt der Witz für die militärische Anwendung und auch der Grund, weshalb es nach wie vor diese Menüschalen gibt als EPA, das kannst du einfach so auf den Kocher stellen. Ja, das wird dann warm, das kann jeder. Da musst du nicht vorher einen Kochkurs machen mit den Soldaten. Schlimmstenfalls ist es in der Mitte ein kleines bisschen angerorzelt, aber das funktioniert. Und wenn es nicht überall gleichmäßig warm ist, egal, der Hunger treibt es rein. Davon abgesehen, die sind auch so essbar. Ne? Das ist also alles schön kochend quasi da eingefüllt, ist also steril sozusagen. Sobald du es aufmachst, kannst du es essen. Das kann eigentlich nicht verkeimen, solange die Verpackung nicht kaputt gegangen ist, ist das überhaupt kein Problem. Das heißt, das lässt sich eigentlich auf, wenn sich es auf dem S-Bit-Kocher heiß machen lässt, logischerweise auch über einem Spirituskocher heiß machen, weil ein S-Bit-Kocher habe ich gerade nicht da. Was ich da habe, ist gerade ein Spirituskocher. Das macht aber auch nichts, weil das tut es für unsere Zwecke. Das heißt, wir füllen da jetzt ein bisschen Spiritus rein. Und da stellen wir das Ding jetzt da rein. Das ist hier die Hochsicherheitsvariante, da kann nichts umfallen. Deswegen habe ich hier auch diese lustige Watte drin, weil dann fließt der Spiritus auch nicht so schnell raus. Das heißt, wenn man das umkippt, gibt es nicht gleich eine Pfütze mit brennbarer Flüssigkeit. Das wird davon da zurückgehalten. Das ist ein Sicherheitskocher, ganz cooles System. Und sollte... habe ich gelernt, angeblich leicht zu entzünden sein, jupp. So, und jetzt können wir hier im Prinzip dieses Ding hier, ich würde mal die Plane abmachen, ja, so gut es geht, und den da einfach mal draufstellen und zulassen, weil die Soldaten das wohl meistens so tun, dass sie das Ding erstmal zulassen, wenn sie es über sowas heiß machen wollen. Ja, und mal gucken, ob ich das hinbekomme. Ich habe mir hier extra noch so eine Zange mitgenommen für den Fall, dass ich das ein bisschen bewegen will. Und das will ich. Weil ich habe keine Lust, dass das am Ende dann in der Mitte heiß ist und am Rand nicht. Ja, und während ich das jetzt hier heiß mache, kann ich euch kurz erklären, der letzte Rest der Zutatenliste, den man hier drauf noch sehen kann, entspricht halt wirklich plus minus genau der zivilen Version, die man früher im Supermarkt kaufen konnte. Da ist wirklich mehr oder weniger dasselbe drin. Ein paar Sächelchen sind in der Reihenfolge vertauscht. Hier und da ist es auch manchmal ein anderer Name für den gleichen Inhaltsstoff. Also ich hoffe, das wird auch warm auf diesem Wege. Sonst mache ich nachher den Deckel mal runter und rühre mal um. Dann kann man ja immer noch weiter köcheln. Ja, ich glaube, das mache ich. Ist nur die Frage, kriege ich da jetzt den Deckel runter, ohne mir gleich weh zu tun? Ja, das geht, so heiß ist noch nicht. Ja, ich glaube, das ist wirklich geschickter. Wenn man das schon so direkt überm offenen Feuer, in Anführungszeichen, zubereitet, dass man das dann ohne Deckel tut, weil dann kann man, wie gesagt, ja umrühren. Zack. Also hier sieht man auch den Inhalt. Das ist so eine mehr oder weniger Bratensoße. Jägersoße würde ich es nennen wollen. Flop. Oh ja, da köchelt's. Okay, das geht ja ruckizucki. Gut, also der geneigte Soldat mit dem S-Bit-Kocher. Ein S-Bit hat mehr Power als Spiritus. Ja, also der S-Bit-Kocher wäre hier sogar noch ein bisschen schneller gewesen. Ja, guckt mal, das geht ja wunderbar. Ja, krass, das hätte ich jetzt gar nicht erwartet. Das klappt wirklich super. Ist auch noch nichts angebrannt. Na doch, in der Mitte hier jetzt ein bisschen. Da wird es jetzt schwarz. Aber ich glaube, das ist mehr oder weniger auch gut. Das hätte ich mir auch wirklich theoretisch einfach im geschlossenen Dingerich heiß machen können. Dass das so gut geht, bin ich jetzt überrascht, muss ich sagen. Da bin ich jetzt positiv überrascht. So. Zack. Okay. So lässt sich mit Handschuh eigentlich so ganz gut halten. Sonst müsste man es irgendwo hinstellen. Ich habe das lange nicht mehr gegessen. Okay, überraschenderweise habe ich den Eindruck, ja,
dass hier diese Militärversion, diese Bundeswehrversion, ein bisschen besser ist als die zivile. Also da hat das Fleischklößchen circa ja, diese Größe, vielleicht sind das etwa 8, die da drin sind. Ja, mehr sind es jedenfalls nicht. Nüdelchen, schön weich, lecker. Soße, Champignon und Rahmsoße schmeckt gut. Die Pilzchen, da kann man sich jetzt streiten, ob die jetzt günstige Pilze in Fertiggerichten sind selten besonders lecker. Ne? Aber die Fleischbällchen sind wirklich fein. Das ist jetzt so lauwarm, also nicht so richtig, richtig heiß, aber es ist gute Esstemperatur. Mhm. Wenn man das jetzt schnell futtert, und ich meine, wir haben, ist jetzt nicht so bollekalt heute, ich glaube, wir haben inzwischen 11 Grad oder sowas, aber jetzt im Sommer oder was, da käme es eh nicht so sehr drauf an, dass man ein heißes Gericht hat. Also wenn es einen Unterschied zur zivilen Variante gibt, vielleicht bilde ich mir jetzt auch nur ein, groß kann der nicht sein, weil halt die Zutatenliste mehr oder weniger identisch ist. Ja? Vielleicht haben sie sich viel mehr Mühe gegeben. Ist aber auch unwahrscheinlich, ne? Okay, ich esse mal auf. So, ja, also das, schade. Ich hatte jetzt gedacht, mein Urteil fällt irgendwie negativer aus. Diese Schalengerichte, ja, die haben natürlich, es gibt schon Sinn, dass die militärisch im Einsatz sind, weil du hast ja als Soldat meistens sehr wenig Zeit zum Mampfen. Also wenn es in die Truppenküche geht, da gibt es ja so einen alten Gag, den wahrscheinlich der eine oder andere Kamerad von mir erlebt hat, dass der jeweilige Oberfeldwebel oder wer auch immer einen gerade in die Truppenküche geleitet, sagt, so, sie haben Zeit, bis ich aufgegessen habe. Ich stelle mich ganz hinten an und wenn ich fertig bin, gehen wir alle wieder. Ja? Und wer als Erster in der Schlange steht, halt Glück hat, der hat relativ viel Zeit, bis der Ausbilder hinten überhaupt mal dran gekommen ist in der Truppenküche und kann sich da in militärischem Tempo sein Essen einverleiben. Und na gut, das ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber sollte man tatsächlich machen, wenn man satt werden möchte in der Zeit, zumindest so die ersten Tage in der Grundausbildung, weil der ist ein Arsch, der holt sich am Schluss noch ein Brötchen oder sowas, macht da und dann ist das weg und dann ist der fertig und hat gegessen. Der holt sich natürlich dann hinterher irgendwann nochmal was Leckeres aus der Mannschaftsbar oder woher auch immer, Currywurst, Pommes, was weiß ich, und isst dann schon nochmal was, ja. Aber im ersten Moment geht es ihm jetzt darum, die Rekruten zu verarschen und ja, drum ist er sehr schnell fertig und dann ist das Essen auch schon rum und dann hattest du vielleicht als durchschnittlicher Mensch in der Mitte der Schlange 7 Minuten Zeit zum Essen oder irgendwie so. Ja. Und bei der Pause im Gelände, wenn wirklich EPA ausgegeben wird, da kriegen die garantiert auch nicht länger als 15 Minuten Zeit zum Essen. Und wenn man sich dann was Warmes machen möchte, dann muss das schon was sein, was flott geht und schnell weggegessen ist. Und die Portionsgröße dieser 300 Gramm Schale, ich meine, das ist 300 Gramm in nass, ja, 300 Gramm Nudeln roh, ja, das wäre ein Haufen Essen. Ja. Das kriegst du alleine fast nicht gemampft. Aber in der Form mit der Soße drumherum. Die Soße ist zwar lecker, aber jetzt nicht das Nährwerteste und da kannst du quasi abzählen, wie viele Nudeln da letztendlich drin sind. In Rohform quasi dann übertragen auf diese Schale. So eine Portion hat circa 300 Kalorien, meine ich. Jetzt habe ich den Zettel natürlich schon runtergerissen. Nee, kann ich nicht mehr entzifferbar machen. Ich schreibe es euch unten hin, das findet man ja raus. Und, ne, also das hat schon viele Vorteile. Wie gesagt, es geht auch kalt. Ja, wenn du kein Feuer machen kannst, überhaupt keine Flamme entzünden kannst, weder Esbit noch Spiritus rauchen ja nennenswert. Das ist also taktisch schon möglich, wenn man das einigermaßen versteckelt macht, sich das auch dann taktisch tatsächlich vertretbar heiß zu machen. Und wenn das halt gar nicht möglich ist, dann mampfst es halt kalt, dann geht die Welt auch nicht unter, satt bist du danach trotzdem. Oder man kann es eben auch ans Lagerfeuer legen, dann wird es da warm, universell einsetzbar. Praktisch sind die schon, diese Schalen. Ja, und eben in der Form lange, lange haltbar und jeder Depp kann damit umgehen. Aber
Jetzt kommen wir zum Knackpunkt. EPA ist aus Sicht von jemandem, der dann mal auf Trekkingtour gewesen ist, als Outdoor-Verpflegung in Anführungszeichen relativ beschissen, weil ein kompletter EPA-Karton, der hat zwar ewig viele Kalorien, 3000 und ein bisschen, 3300, Standard-Bundeswehr-Version, der wiegt aber dann halt auch 1,6 Kilo. Und das pro Tag sozusagen mitzuschleifen, das kannst du nicht über ein paar Tage machen. Und jetzt kommt der Witz, das ist ja auch nicht zum Mitschleifen, sondern das fährt mit im Versorgungstross. Ja, das wird irgendwo auf dem Wagen gelagert, wird an den Soldat ausgegeben, wenn jetzt halt gerade EPA-Zeit ist, in Anführungszeichen. Den Rest davon muss er dann mitführen, nachdem das, was er gerade gegessen hat, das natürlich nicht mehr. Und den Rest selber einpacken und dann nach Bedarf, wenn die Zeit dafür gerade günstig ist, um was zu essen, sich dann halt dann nochmal was rausnehmen oder einen Kaffee machen oder was auch immer. Theoretisch sind ja auch noch Getränke drin, nicht nur theoretisch, auch praktisch, die man sich dann eben auch, wie man Zeit hat, halt dann noch zubereiten kann im Laufe der Nacht, morgens, was auch immer. Das ist also dadurch, dass man es nicht selber tragen muss, konzipiert. Und jetzt mein großes Entsetzen eben bei meiner Internetrecherche zu EPAs, dass die als Trekkingfutter zum Teil empfohlen werden. Und das ist halt völlig behämmert. Oder für Touren, von mir aus noch für Bushcraft, wenn man unter Bushcraft mal wieder ein, ich parke in der Nähe vom Wald, latsch kurz in den Wald, habe insgesamt vielleicht einen Kilometer Strecke zurückgelegt und damit ist das Gewicht, was ich mit mir rumschleife, mehr oder weniger scheißegal. Und ich bin jetzt hier stationär und bleib hier. Und dann kommt es nicht darauf an, ob ich 1,7 Kilo oder 1,6 Kilo an Futter auch noch zusätzlich für einen Tag mit mir rumschleife. Davon abgesehen, wenn du die ganze Zeit nur in deinem Bushcraft-Camp hockst und ein ganzes EPA, BW-Original-EPA mampfst, dann wirst du dick. Ja, um es mal so zu formulieren. Für Trekking bzw. einen arbeitsreichen Soldatentag sind 3300 Kalorien großzügig, aber auch notwendig, wenn man auf Dauer vermeiden möchte, dass der Soldat halt eben noch dünner wird. Und es gibt ja durchaus sehr dünne Kameraden, die da in der Grundausbildung rumgesprungen sind und die gibt es, glaube ich, auch bis heute. Oder eher gucken muss, dass die zu wenig Gewicht haben, als dass sie zu viel Gewicht haben. Gut, die Kameraden mit zu viel Gewicht gibt es logischerweise auch. Ja. Aber auch dünn sein kann zum Problem werden, gerade im militärischen Einsatz. Und dann ist es vielleicht ganz gut, dass da im EPA reichlich drin ist. Beziehungsweise, wer so ein Ding wirklich nicht gegessen bekommt, weil es ihm zu viel ist. Eine gute Freundin von mir ist ja zum Beispiel auch Soldatin geworden tatsächlich. Und die hat eigentlich ihre Militärration nie aufgegessen bekommen. Das ist so ein kleines, nicht unattraktives, aber eher kleines Wesen. Und das war die einfach immer zu viel. Dann war sie entsprechend beliebt bei den Kameraden, weil sie denen eigentlich immer hat was abgeben können. Und die Kameraden, die dann halt eher das Gegenteil sind, so, die haben sich natürlich gefreut, wenn sie noch ein bisschen extra Futter kriegen, weil für die dann eine militärische Ration zwar eigentlich nicht zum Hungertod führt, aber sie sogar noch ein bisschen mehr essen würden. Gerade wenn das dann wirklich so muskelbepackte Sascha Huber-Verschnitte und ähnliches sind. Ne? So viel zur Geschichte. Aber als Trekkingnahrung, so mein erster Impuls, das ist ja völlig behämmert. Ja, dazu muss ich jetzt noch eine Geschichte erzählen, nämlich ursprünglich habe ich als Trekkingnahrung immer nur auf Effizienz gesetzt. Das heißt, es gab eine gefriergetrocknete, zu rehydrierende Mahlzeit abends, zum Beispiel diese berühmten Trekking-Mahlzeiten von Trek and Eat oder auch die militärischen gefriergetrockneten Mahlzeiten, Combat Ration oder was auch immer, habe ich nie gekauft, aber nur mal ein Beispiel zu nennen, was da gerne mal früher bei mir auf der Trekkingtour mitgekommen ist. Ja, das kann man auch selber machen. Ja, da habe ich zig Videos dazu. Nein, schreibt mir bitte nicht in die Kommentare, dass der Sacki da auch ein Video zu gemacht hat. Meins war früher. Nix gegen das Video vom Sacki, überhaupt nichts, gar nicht. Ne? Das ist super, alles prima, aber mich nervt's bloß, wenn mir die Leute dauernd erzählen, der Sacki hat das voll gut vorgemacht, weil man zu blöd ist rauszufinden, dass ich 2 Jahre vorher auch das genau gleiche erklärt habe, nur halt eben 2 Jahre vorher. Ja? Und da bin ich dann ein kleines bisschen genervt. So, jedenfalls
Klar, gibt es zig Möglichkeiten, aber damals hatte ich jedenfalls noch so die Idee, dass man da so eine Tüte mampfen muss, so eine Fertigtüte für viel Geld. Und mittags gab es dann Nüsschen. Nüsschen sind vom Vitamine, Mineralstoffe, Kalorien zu Gewichtsverhältnis, insbesondere gesalzene Nüsschen, nahezu sensationell. Das ist eine der besten Sachen, die du essen kannst. Erdnüsse, Paranüsse, Cashews, Macadamia-Nüsse, Walnüsse, Haselnüsse. Fallen ein bisschen ab, sind aber auch fast genauso gut wie alle andere genannte Krempel, Mandeln, sowas in die Richtung. Ne? Also das ist super hochenergetisches Trekkingfutter. Wird auch nicht schlecht, kann man problemlos auch bei heißen Temperaturen eine ganze Zeit lang mit sich rumschleppen. Brauchst du nicht besonders verpacken, musst du nicht groß drauf aufpassen. Tipptopp Sache. Ja? Abgesehen davon, dass es auch gerne von Mäusen gefressen wird, soll schon vorgekommen sein. Ne? Also im Zelt dann, dass die Mäuse sich ins Zelt begeben und zumindest ins Vorzelt und einem den Nussvorrat anknabbern. Müsli zum Frühstück, Haferflocken plus auch wieder irgendeine Nussmischung idealerweise. Wer will natürlich, kann auch noch getrocknete Früchte reinschmeißen und so weiter und so fort. Auch gewichtskalorientechnisch einfach großartig alles drin, was der Körper mehr oder weniger braucht. Und dann hatte ich eben noch zum Wohlbefinden beziehungsweise so als kleine Leckerergänzung mittags einfach immer irgendwas noch ein Stück Schokolade. Kaloriengewichtsverhältnis ebenfalls hervorragend, je nach Sorte der Schokolade bis hin zu großartig bei sehr, sehr dunklen Schokoladen. Tatsächlich sind die dunklen kalorienreicher als die Milchschokolade. Glaubt man gar nicht, aber ist so. Kakao selber ist extrem kalorienhaltig. Ja. Wie dem auch sei, das war's. Ja? Und damit kam ich auf eine vernünftige Menge an Kalorien, die mich am Laufen gehalten hat, für 400 Gramm Tagesproviant. 400 Gramm, nicht 1,7 Kilo. Ja, wohlgemerkt bei deutlich weniger Kalorien, aber es ging. Ich konnte damit arbeiten, ich wusste, worauf ich mich einlasse. Ich habe natürlich auf der Tour insgesamt abgenommen, aber seit mir klar geworden ist, dass das funktioniert, ich mache das inzwischen auch anders, dazu komme ich gleich, aber hatte ich dann wieder meine Faszination für EPA sehr schnell wieder aufgegeben und habe die Bundeswehr für doof erklärt, weshalb die so eine Tourenverpflegung ausgibt, bis ich dann wieder kapiert habe, das ist keine Tourenverpflegung, das soll nicht mitgeschleppt werden vom Soldat, jeden Tag ein Päckchen und über mehrere Tage dann halt 5 Päckchen, also quasi 7 Kilo oder was, nein, sondern das wird halt eben mitgefahren und dann ausgegeben als Tagesration. So. Ah, das muss man wissen und dann ergibt es auch Sinn, warum das EPA so zusammengestellt ist, wie es zusammengestellt ist und was da jetzt konkret drin ist. Dazu ein kleiner Voice-Over. Also zunächst mal gibt es reichlich Verköstigungen, wo das Zeug auch jeweils probiert wird, inzwischen auf YouTube zu sehen von verschiedensten Leuten. Wer also gerne wissen möchte, wie das schmeckt, das kann man dann da erfahren. Ich will den Inhalt mal kurz durchgehen. Wir haben oben links und oben rechts jeweils ein Hauptgericht. Das ist in diesem Fall 2 Hamburger mit Tomatensauce und das andere ein bisschen unscharf. Ich glaube Cevapcici. Oder war es der Gemüsereis? Ja, egal. Jedenfalls 2x Hauptgericht. Das ist ja schon mal schön. Die haben je 450 Kalorien circa. Das sind dann schon mal 900. Dann haben wir die Grießspeise. Die kommt sicherlich auch nochmal auf bestimmt 500 Kalorien. Sowas um den Dreh. Das ist das in der oberste Reihe links. Steht ja auch drauf. Wir haben das Vollkornbrot, das ist die weiße Dose neben der Grießspeise. Das ist eine Weißblech-Konservendose, enthält, ich glaube, 5 Scheiben Vollkornbrot. Das ist relativ schmackhaft, sind 180 oder 170 oder 180 Gramm insgesamt. Da kann man dann natürlich drauf schmieren, wahlweise Konfitüre oder eben Streichwurst. Beides quasi vorgesehen. Oder man isst das Brot zu den beiden Hauptmahlzeiten. Quasi als zusätzliche Beilage. Gibt es verschiedene Möglichkeiten. Das kann der Soldat auch eben individuell entscheiden, was er mit seinem Brot anstellen möchte. Gleiches gilt für die Hartkekse. Die finden wir unten unter dem großen Karton. Übrigens der große Karton, das ist die Verpackung, da ist dann alles drin. Diese Kartons sind dafür da, damit man das Zeug schön im Regal stapeln kann. Nicht, weil das so einfach zu transportieren wäre für den Soldaten, sondern es ist halt gut lagerbar. Hartkekse, auch Panzerplatten genannt, ein Klassiker.
sind leicht süßlich vom Geschmack her, aber doch eher neutral gehalten, also wirklich nur ganz, ganz leicht süß. Das heißt, man kann auf so einem Keks prinzipiell auch wieder die Streichwurst unterbringen. Das schmeckt dann trotzdem ganz gut. Natürlich schmecken die auch mit Marmelade, wenn man dann Marmelade mag und so weiter und so weiter. Apropos, Streichwurst ist die mittlere Dose in der linken Reihe, quasi. Ja, 50 Gramm. Es gibt auch Varianten von EPA, wo man, glaube ich, zwei einzelne Dosen A 25 Gramm bekommen hat. Das hat im Laufe der Zeit natürlich alles ein bisschen geschwankt. Und auch jetzt ist das EPA noch einem gewissen Wandel unterlaufen. Aber das ist zumindest das, was man momentan gerade käuflich erwerben kann für 40 €. Da kriegst du genau so ein EPA, wie das hier abgebildet ist. Unten links in der Ecke, das sind die Getränkepulver. Das gibt irgendwie so ein ja, ziemlich süßliches Erfrischungsgetränk. Da, glaube ich, ist zum Beispiel Tropic dabei, teilweise Orange, Multivitamin, was weiß ich, sowas in die Richtung. Kleine grün bedruckte Dose daneben, das ist eine der zwei Konfitüren. Die andere finden wir ganz unten rechts in der Ecke. Hartkekse hatten wir schon besprochen. Dann ein Erfrischungstuch gibt es standardmäßig auch immer, wozu auch immer das gut sein soll. Und ein paar Streichhölzer, falls man was vergessen hat, womit man seinen Esbitkocher anwerfen kann. Eine Besonderheit von Bundeswehr-EPA im Vergleich zu vielen anderen Combat Rations, die auf dem Planeten so vergeben werden an die Soldaten, ist halt, dass hier keinerlei Heißmachvorrichtung dem eigentlichen EPA beigefügt wurde. Ja, bei den Amis zum Beispiel, die haben einzelne Gerichte, die dann in so einem selbsterhitzenden Beutel geliefert werden, damit das Ganze taktisch nicht aufgeklärt werden kann, weil es kein Licht macht und kein Rauch. Und ja, dann macht man es damit heiß. Da ist die Bundeswehr eben in dieser Hinsicht ein bisschen besonders, weil jeder Soldat ja seinen eigenen kleinen Kocher mitzuführen hat, nämlich eben den Esbit-Kocher. Unter den Erfrischungstüchern, wer sie noch nicht entdeckt hat, befinden sich diese zwei komischen weißen Papierstreifen. Das sind Chlordioxid-Tabletten wahrscheinlich. Man ist sich nicht mehr ganz sicher und ich war nie in der Lage herauszufinden, was exakt der Stoff ist, der in Bundeswehrwasserentkeimungstabletten drin ist. Sie gelten inzwischen als gesundheitlich bedenkbar, deswegen bedenklich, weshalb sie in den meisten EPAs auch nicht mehr drin sind. Das würde dann erklären, dass es vermutlich wirklich Chlordioxid ist. Mit Chlordioxid kann man Unsinn anstellen. Das kann dann für den menschlichen Verzehr zu Problemen führen. Wenn es nur Natriumhypochlorid wäre, was auch schon vermutet wurde, das ist quasi das, was zum Beispiel auch in Katadynwasserentkeimungstabletten drin ist, genannt Mikropur. Das ist eigentlich relativ unbedenklich und kann auch über langere Zeiträume verwendet werden, wenn man dann nicht völlig überdosiert. Jetzt neigt so ein Soldat vielleicht sehr zum Überdosieren, weshalb man die Dinger rausgenommen hat, könnte ich mir vorstellen. Neben den Hartkeksen rechts finden wir Kaugummi tatsächlich. Dann Kaffeeextrakt, das ist im Prinzip nichts anderes als löslicher Kaffee, aber halt in günstig. Wahrscheinlich sind da die modernen Sachen, die man im Supermarkt kriegen kann, geschmacklich was vermutlich überlegen, aber da spekuliere ich, ich trinke nur keinen Kaffee. Wiederum rechts davon Kaffee Weißer, das ist so eine Art Milchpulverersatz. Echtes Milchpulver wäre geschmacklich wahrscheinlich auch nochmal besser. Und dann haben wir noch Salz und Zucker und die berühmte Schokolade. Die ist, naja, also muss man schon sehr, sehr einen speziellen Gaumen für haben, um Bundeswehrschokolade besonders lecker zu finden. Kann man beim besten Willen nicht behaupten, dass die allzu schmackhaft wäre, ne? Außerdem gibt es eine schöne Verstopfung. Vielleicht ist das auch gewollt, wenn man keine Wasserentkeimungstabletten mehr hat und vom Wasser Durchfall bekommt, dann kann man hinterher Bundeswehrschokolade mampfen und dann hat sich das mit dem Durchfall wieder erledigt. Ne? So in der Theorie. Ne? Aber das ist ein Standard-EPA Typ 3 in diesem Fall. Der Typ bezieht sich immer auf die Hauptgerichte. Das alles andere ist überall dasselbe drin, mehr oder weniger, je nach Herstellungsdatum. Aber ja, der Typ bezieht sich wirklich nur auf die Hauptgerichte. Und auf die Süßspeise. Die Süßspeise variiert auch je nach Typ. Teilweise gibt es auch, glaube ich, noch Obstsalat. So, das war's.
So, und so ein Original-E-Bike, ich hatte es ja eingangs schon erwähnt, kannst du tatsächlich derzeit für 40 Euro käuflich erwerben. Es juckt mich immer noch. Es wäre dumm, aber es juckt mich. Ja? Und da kann man aber auch erklären, warum die 40 Euro kosten, weil Angebot und Nachfrage. Ne? Es sind so und so viele E-Pas nochmal aufgetaucht auf dem zivilen Markt, die mal tatsächlich richtig Bundeswehr Original-E-Pas sind. Davon gibt es so und so viele, die Nachfrage ist so und so hoch, damit entsteht ein völlig unverhältnismäßiger Preis für das, was das eigentlich kosten sollte, was da drin ist, beziehungsweise die, was es die Bundeswehr mal gekostet hat. Aber solange es genug Liebhaber gibt, die unbedingt ein Original-EPA mal haben wollen, ja, so funktioniert die Welt und da will ich auch niemandem einen Vorwurf machen. Die sind im Einkauf garantiert auch teuer gewesen und vergleichsweise teuer. Und dass da jetzt noch eine Gewinnmarge oben drauf kommt, davon lebt jeder Händler, ja, der irgendwas verkaufen möchte. Logisch. Ja. Also da will ich mich gar nicht beschweren. Aber kommen wir zu dem Nachbau dieser E-Pass. Ja? Der Nachbau hat jetzt ein paar wesentliche Unterschiede zum Bundeswehr-Original-EPA, je nachdem in welcher Version das gerade verfügbar ist. Es gab da auch mal eine Übergangsvariante vom EPA. Dann gibt es noch das EPA Leicht für Elite-Einheiten, das einfach nicht, das wirklich mitgeschleppt werden soll, das dann mit gefriergetrockneten Mahlzeiten angereichert ist und nicht mit diesen Aluschalen, wie eben gesehen, weil das einfach auf die Dauer zu schwer wäre. Das kann auch ein Elite-Soldat nicht für ein paar Tage in der Gegend rumtragen. Das wurde dann also auch mal irgendwann eingeführt. Dazu aber auch per Voice-Over dann nachher noch ein paar Takte, wenn ich es nicht schon irgendwo gesagt habe. Aber diese Nachbau-E-Pass für 20 Euro, da kommt man ins Grübeln. Ne? Weil da ist im Grunde außer Panzerkeksen oder Panzerplatten, je nachdem wie man sie nennen möchte, und dem Original Bundeswehr Roggenbrot aus der Dose, ist da kaum Original Bundeswehr, ja, und die BW-Schokolade, aber die Scheiße. ist da kaum Original Bundeswehr-Krempel drin, sondern das ist auch alles irgendwie auf dem zivilen Markt zusammengekauft. Und selbst wenn es Original Bundeswehr-Krempel wäre, zum Beispiel die Wurstkonserven, die im EPA, im Original EPA drin sind, das sind auch nur stinknormale Wurstkonserven, die sie bei irgendeiner Wurstmanufaktur halt eben in riesiger Stückzahl eingekauft hat, liebe Bundeswehr, beziehungsweise deren Beschaffungsbehörde, die im Übrigen scheiße ist und vielleicht mit einer der größten Gründe, weshalb die Bundeswehr derzeit nicht ganz so effizient ist, wie sie sein könnte, sage ich immer vorsichtig. Ja. Aber naja, es war viel zu viel Bürokratie und so weiter und so fort. Weiß jeder, erzähle ich niemandem was Neues, wenn ich das jetzt so sage. Daher darf ich das, glaube ich, auch so sagen. Gut, jedenfalls, ich bin's mal durchgegangen. Hauptgericht. So, jetzt habe ich aber doch auch noch mal ausrechnen wollen, wie viel Kalorien da eigentlich drinstecken, weil in der Werbung nicht auf jeder Seite, die mit diesen EPA-Nachbauten wirbt, aber doch auf mehreren zumindest mal, steht drin, dass die durchschnittlich 3000 Kalorien enthalten sollen. Das erschien mir unglaubwürdig und ich habe es jetzt mal durchgerechnet und ihr seht schon da unten 1734. Das kann sein, dass ich mich da ein kleines bisschen verrechnet habe, aber die große grobe Größenordnung stimmt. Da ist nämlich nichts anderes drin, das nennenswert Kalorien liefert, wie hier diese Hauptbestandteile, die hier gerade aufgelistet sind, diese Hauptgerichte, selbst wenn das was ist, was nicht 327 Kalorien enthält. Zum Beispiel dieses Geflügelhacksteak, was ich da gefunden habe, ist recht kalorienarm mit 109 pro 100 Gramm. Selbst wenn du eins hast, das 150 pro 100 Gramm hast, dann bist du hier nur bei 450 Kalorien und dann kommst du auf maximal vielleicht 2000 für das Gesamtpaket. Diese Hauptgerichte gibt es nicht in doppelt so viele Kalorien und die gibt es auch nicht in doppelt so groß und es ist ja auch nur ein Hauptgericht im Nachbau enthalten und nicht wie beim Original Bundeswehr EPA zwei davon. Außerdem, ja, mit einer Packung Panzerkekse, ja, die haben viele Kalorien, einem Roggenbrot, 306 Kalorien, das ist ganz okay, das ist jetzt aber auch nichts, was dich aus dem Hocker haut. Die Schokolade, ja, die haut rein, aber es sind halt nur 50 Gramm. Die Brotaufstriche haben doch tatsächlich alle zusammen, also zwei Marmeladen und zwei Fleischaufstriche, 250 Kilokalorien und jetzt ist eigentlich nur noch das Getränkepulver, was einen nennenswerten Beitrag leistet, dabei. Wenn du nicht noch die ein paar Zuckerpäckchen mitzählen möchtest, die jeweils 3,5 Gramm oder sowas haben, also von mir aus lass die Zuckerpäckchen zusammen nochmal auf 20 Kalorien kommen, dann sind wir immer noch bei maximal 2000.
selbst wenn man das Geflügelhacksteak durch was hochenergetischeres austauscht. Und jetzt möchte ich gerne wissen, ich frage da jetzt nicht groß nach bei den Händlern, die das verhökern, aber wie die da bitteschön auf ihre 3000 Kilokalorien kommen wollen, das ist mir ein völliges Rätsel. Original Bundeswehr-EPA 3300, das hat es auch tatsächlich. Das kann man eben so zusammenrechnen und da kommt man dann auch irgendwie drauf, weil da ja auch noch diverse mit den Süßigkeiten und so weiter und so fort und vor allen Dingen dem zusätzlichen Nachtisch, der da noch drin ist, ja, ne, dann mag das dann vielleicht stimmen. Ob die wirklich immer 3300 haben, das kann man auch befragen, hinterfragen, ist eh egal. Bei der Bundeswehr frisst du das, was du kriegst oder stirbst, ne? Aber hier als privater Nachkauf für 20 Euro mit deutlich weniger Kalorien als das Original-EPA. Also jetzt, wo ich mir das hier nochmal durchgerechnet habe, finde ich das nochmal erheblich dreister als der reine preisliche Faktor. Weil den gucken wir uns jetzt an mit dem Ben vor Ort nochmal. Bus-Freizeitmacher, also einmal Hauptgericht Bundeswehr-Art und von mir kaufbare Alternative. Ja? Also ich sage euch immer, was ist im Nachbau-EPA drin, das für 20 Euro verkauft wird. Was könntet ihr alternativ, meistens in großer Stückzahl, einkaufen, um euch selber ein EPA zu bauen und was kostet das am Schluss? Ja, das möchte ich einfach einmal kurz die Liste durchgehen. Also das Hauptgericht lässt sich mit Bus-Freizeitmacher ersetzen. Da muss man dann halt derzeit gerade 12 Stück kaufen. Teilweise gibt es auch einzeln, dann kosten sie aber gleich 4,50 € oder so ein Spaß. Am günstigsten wäre also wirklich 12 auf einmal. Stückpreis dann noch 1,49 €. Davon wäre im Nachbau EPA 1 drin, im Bundeswehr Original EPA aber 2. Wenn wir uns also ein eigenes EPA bauen wollen, können wir da problemlos 2 reinschmeißen. Dann ist unser EPA gleich mal viel hochwertiger als das 20 Euro Nachbau einkaufbare EPA, sage ich jetzt mal, ne? Das könnte man sich ja leisten, weil wenn die Dinger 1,49 € pro Schale kosten, dann kannst du da auch wirklich 2 reinschmeißen, das macht dich nicht arm. So, dann sind da drin 3 Trinkwasser. Säckchen a 100 Milliliter. Ich habe auch noch irgendwo ein paar rumliegen, weil ich irgendwann mal in einem Anflug von, da war ich noch nicht verheiratet, wahnsinniger doof, weil tatsächlich der Meinung war, mir davon ein paar kaufen zu wollen, weil ich die nur in den Rucksack schmeißen kann und dann meine 100 Milliliter Notfallwasser dabei habe. Die meisten davon habe ich ausgetrunken, wenn ich bei irgendwelchen Vorträgen war, wenn man sich die in die Hosentasche stecken kann und bei einem Vortrag dann mal eben tatsächlich so ein Säckchen, also nicht als Referent, sondern als Zuhörender, Zuguckender, kann man sich dann mal sowas reinpflanzen. Wenn man in der Oper ist, kann man sowas mitnehmen. Selbst im Anzug kriegst du noch so 2, 3 von diesen Säckchen verstaut, da Getränkepreise in der Oper bekanntermaßen sauteuer sind. Für sowas habe ich die bisher verwendet. Ist bestimmt nicht als Notkrisen-Wasservorsorge für zu Hause in 100-Milliliter-Beutelchen. Ganz ehrlich, da nimmst du eine Flasche. Verstauscht die an einem dunklen Ort, gut ist. Schlimmstenfalls noch eine Glasflasche, wenn du Angst vor Weichmachern aus Plastik hast. Und das kannst du ewig lang einlagern, solange das nicht hell wird und vorher steril war, als es in die Flasche reinkam, dann kommt da auch nichts mehr rein. Selbst wenn es dann hell werden sollte, theoretisch könnte es dann eine Verkeimung durch Photosynthese betreibende Bakterien potenziell geben, wenn die noch im Wasser drin wären, aber wie sollen die da reingekommen sein? Ja. Also diese Trinkwasserblasen, diese Trinkwasserbeutelchen, 100 Milliliter, wirklich arg für den Eimer. Aber würde man die jetzt tatsächlich in sein EPA privat reinpacken wollen, dann kosten die circa zum Beispiel bei Ration One, das ist auch so ein ich sag jetzt mal Prepper-Krisenvorsorge-Shop im Internet, kosten 20 Stück, also sprich 2 Liter, 9 Euro. Ja, egal. Jedenfalls kann man so kaufen und dann sind wir bei Stückpreis 45 Cent, 3 davon also 1,35 Euro. Ja, wäre der als Otto Normalverbraucher zu erwerbende Gegenwert für diese Komponente des Nachbau-EBAs. Gut. Dann sind einmal drin Bundeswehr-Panzerplattenkekse. Die kriegst du auch noch bei diversen Herstellern inzwischen. Da gibt es zum Beispiel bei FedEx Dauerwaren einen 10er-Pack für 15,60 Euro. Das wären dann 1,56 Euro pro Packung. Je nachdem, wie viele du davon kaufst. Du kannst da im Grunde auch einen 1000er-Pack kaufen oder was weiß ich. Dann werden sie natürlich stückmassemäßig noch viel, viel, viel günstiger. Aber ich denke, 1,50 € sollten wir mindestens mal rechnen, wenn man da so ein Original haben möchte.
ist eine gute Idee, ne? Die sind vielfältig einsetzbar. Das ist bestimmt ein wertvoller Bestandteil einer solchen militärischen Notration, diese Kekse. Irgendwann hat sie der Soldat auch gesehen. Kann mir auch nicht aus Bundeswehrzeiten an jemanden erinnern, der von diesen Keksen besonders geschwärmt hätte. Aber ne, geht. Gut, dann ist das berühmte Brot, das Bundeswehrbrot in der 170 Gramm Dose drin. 170 Gramm, das ist ja auch entsprechend wasserhaltig, Roggen, Vollkorn, Stroh, Dosenbrot. Dosenbrot, weiß nicht, ob man es kennt, aber gibt es auch im Supermarkt. Und da habe ich mir jetzt mal die Mühe gemacht zu gucken. Man kriegt das Original Bundeswehrbrot, auch zum Beispiel bei Ration Nummer 1, Ration 1, was auch immer. Für, je nachdem, was für eine Größe man, wie viel man davon kauft, größere Mengen auf jeden Fall, 2,81 € bis 2,45 €. Man kann aber auch in den nächsten Supermarkt latschen, findet da beim abgepackten Brot, also beim Toastbrot und Burgerbrötchen und was auch immer gibt, Knäckebrot, da findet man eigentlich auch immer irgendwelche Dosenbrote von verschiedenen Herstellern, je nachdem, wo man hingeht, und die kosten, wenn man es runterbricht auf die 170 Gramm, die ja nur in der Bundeswehr-Dosenbrotdose drin sind, da ist man dann ungefähr bei unter einem Euro, geringfügig unter einem Euro. Eine 500 Gramm Dose, wenn man sie im Internet bestellen würde, weiß nicht, was die jetzt im Supermarkt kosten, kommt immer drauf an, regionale Unterschiede, kostet 2,40 €. Ja. Andererseits muss man sagen, diese kleine 170 Gramm Dose ist natürlich praktisch und das Zeug hält sich in dieser Dose sehr lange und ist dann halt eine Portion, die man als eine Person über einen Tag verteilt dann halt auch wirklich aufessen kann. So gesehen, die Verpackung ist hier schon ein gewisser Mehrwert, ob einem das jetzt 2,45 € im Vergleich zu knappen Euro wert ist, das muss man dann halt wissen. Ja. Oder du nimmst sogar frisches Brot mit, revolutionäre Idee, und packst es in eine Plastiktüte oder was auch immer. Oder hast eine Brotdose, Tupperschüssel, was auch immer, für so einen Zweck parat. Nur mal so als Idee. Ne? Aber nehmen wir an, wir wollten es wirklich so gut es geht nachbauen, wären wir bei 2,45 € für so eine Dose. So, dann kommt die 50 Gramm BW-Schokolade. Ganz ehrlich, kauft nicht die 50 Gramm BW-Schokolade. Das ist wieder ein Arsch, der meint, männlicher zu sein, weil er ein Gaspedal bedienen darf. Ich habe nur Verachtung dafür übrig, nur Verachtung. Ja, es hat mir mal jemand erklärt, dass das Geräusch, das so ein lauter Motor macht, für dich zum Beispiel dann was Tolles sein kann, wenn du selbst zum Beispiel Ingenieur bist und weißt, wie schwierig es ist, eine Maschine zu bauen, die reibungslos funktioniert, und dieses Geräusch dann für dich bedeutet, dass sie reibungslos funktioniert, und dann weißt du, du hast deine Arbeit gut gemacht, im Fall, dass du dein blödes Motorrad selber gebaut hast. Das ist leider ein gutes Argument. Damit habe ich ein gewisses Verständnis inzwischen für die blöden lauten Motorradfahrer. Aber ich glaube, die Mehrheit von denen ist nicht Ingenieur, der sein Motorrad wirklich selber gebaut hat. Sondern die sind einfach nur, oh, ich bin geil, ich kann Krach machen. Zweimal Konfitüre. So, Konfitüren gibt es in diversen kleinen Verpackungen, in diversen großen Töpfen. Das heißt, viele kleine Verpackungen in großen Töpfen, zum Beispiel 900 Gramm Mix verschiedenster Konfitüren, alle möglichen Geschmacksrichtungen, aller möglicher Hersteller, auch wieder beim großen Amazon zu kaufen. Für pro Stück, also pro zwei Stück, wären es umgerechnet 94 Cent. Ja, also die zwei Konfitüren aus dem BW-Paket, aus dem Nachbau-BW-Paket, entsprechen 94 Cent für unseren Nachbau. So, fast das gleiche gilt für Wurstkonserven. Zwei Wurstkonserven, A zugegebenerweise 24 Gramm oder 28 Gramm, nicht 30 Gramm, oder 24 Gramm, nicht 25 Gramm, ich weiß es nicht mehr genau. Aber da gibt es auch einen großen Sack, beziehungsweise eine große Kiste, die man da bestellen kann mit 60 dieser Wurstkonserven. Da hat man ein bisschen Vorrat. Dann würden zwei davon 96 Cent entsprechen. Ja, also quasi jeweils 1 Euro für die Konfitüre und jeweils 1 Euro für die Wurst, wenn man sich das so zusammenstellen möchte. So, und dann noch drei Getränkepulver. Jetzt sind die Getränkepulver, die da drin sind, das sind ja isotonische Getränkepulver im Fachhandel-Nachbau. Schwierig zu rekonstruieren, was das genau ist. Ich habe jetzt einfach Dextro Energy isotonisches Getränkepulver genommen. Da kämen wir dann auf den Gesamtwert bei drei Portionen von 1,62 €. Ja, wenn man sich das selber abfüllt, wohlgemerkt. Das sind keine Portionsbeutel, sondern ein großer Topf. Und aus dem großen Topf kippst du dir halt drei Portionchen raus, machst das in kleine Plastiktütlein.
Ne? So wie die berühmten Drogentüten da mit dem Ziploc-Verschluss und kannst das dann auch in dein EPA mit reinpacken und dann kommst du auch selber hinaus. Dass das so relativ teuer ist, hat mich überrascht. Da gäbe es wahrscheinlich noch billigere Lösungen. So, und damit sind wir, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass der ganze Kleinkram wie Kaffeeweißer, Kaffeepulver und so weiter und so fort oder Salz und Pfeffer kannst du beim nächsten McDonald's klauen, im Rahmen deines Besuchs dort mitnehmen, weil du ein paar Pommes noch mit nach Hause nehmen willst und dafür noch Salz und Pfeffer brauchst. Ne? Sowas in die Richtung. Aber das kostet quasi nichts. Ja, und auch so ein bisschen Instant-Kaffee. Ja, meine Güte, da gibt es ja diese Fertig-Kaffee-Dinger. Das kostet wirklich quasi nichts. Da können wir jetzt von mir aus noch einen Euro für den ganzen Kleinkram berechnen. Und da wir das Wasser ohnehin nicht in unser EPA reinpacken werden, können wir wieder 1,35 € für diese bekloppten Wasserkonserven abziehen. Und damit rechnet sich das mehr oder weniger raus. Ja, also so habe ich das jetzt jedenfalls gemacht, weil ich niemals 300 ml Beutel Wasser in mein EPA reinpacken würde. Ich nehme eine Flasche mit. Ja, und damit hat sich das erledigt. Und dann werden wir, also wie gesagt, Kleinkram rausgerechnet, beziehungsweise das Wasser mitberechnet, aber dafür den Kleinkram nicht, bei 10,92 €. Ja, verkauft wird es für 20. Versandkosten kommen noch oben drauf. Ja, und ob das jetzt gerechtfertigt ist, das muss jetzt jeder selber wissen. Aber ich hatte mal enorm Spaß dran, das mal ein bisschen durchzurechnen. Ich hoffe, das war jetzt nicht allzu langweilig, diese Aufzählung im Grunde. Kamera hat mal wieder Schwierigkeiten mit dem Licht, beziehungsweise mit dem Geflackere, dass der Hintergrund mal wieder heller ist als ich. Kenne man. Ne? Ich bin es noch nicht ganz losgeworden. In den meisten Situationen tritt es nicht mehr auf. Vielen Dank übrigens für die Tipps damals. Wer da noch weiß, wovon ich spreche. Und ja, macht's gut. Tschüss.